Hallo Dieren und Chris und Gild zu einem neuen Farmvlog. Wir haben heute einen 18. Jänner. Ich nehme heute wieder mal in meiner Quarantäne mit in die Werkstatt. Weil das hat eigentlich das letzte Mal so gefallen. Ich habe heute den vorletzten Tag vor der Quarantäne, dann kann ich wieder in die Schule gehen. Zum Glück. Jetzt geht es noch zwei Wochen dahin. Dann ist es schon mal. Ja, was tun wir heute? Mein 3-Punkt-Adapter habe ich im letzten Video gesagt, dass ich ihn zeige. Das ist ja dann nicht mehr gegangen. Und ja, es ist ein wenig halt zum Lackieren. Aber es ist sauber trickert. Oder sind wahrscheinlich eher gefriert. Aber ist eh wurscht. Auf jeden Fall bin ich heute schon dabei, dass ich die Teile lackiere. Beziehungsweise wieder anschleife. Und währenddessen, dass ich das trickert, schleife jetzt das nächste Jahr. Genau, ich habe das jetzt da jetzt grundiert. Eben eine normale Genol-Grundierfarbe, was das ist. Und das ist eben, ja, also kurz zur Erklärung zum 3-Punkt-Adapter. Also kurz zur Erklärung zum 3-Punkt-Adapter. Der schaut eben jetzt so aus. Schaut noch ziemlich chaotisch aus. Aber ich bin da eben jetzt gerade noch ein am Schweißen und Schleifen. Auf jeden Fall, das ist eben eine Weidemann-Aufnahme. Wie man sieht, auf einen 3-Punkt und da. Da ist es gescheit warm. Sind eben dann da herunten auf der Schiene die Haken drauf. Die können wir fixieren mit dem Schrauf. Ganz da einfach gelöst. Einfach eine Luckenbohrmutter drauf geschweißt. Und dann das drauf, also den habe ich auch schon geschliffen. Nochmal nachgeschweißt, damit das sicher hält. Und eben wie gesagt, auf der Schiene kann man dann die Haken mit umschieben und da eben den Oberlenker auch ganz klar. Habe ich schon probiert, kann ich vielleicht jetzt gleich ein Video einblenden oder ein Foto, wie es angehängte ausschaut. Ich brauche noch jetzt einen Oberlenker. Und ja, das ist eigentlich ein Projekt, das verfolgt mich schon seit ja, gut 2 Jahren, weil es mir eigentlich nie angesehen hat, dass ich das fertig mache, weil es eigentlich trotzdem ein wenig Haken war. Aber jetzt freut es mich eigentlich, dass ich das mal fertig kriege. Ja. Genau, das sind eben 10-10er Formrail, 4 mm Wandstärken, ist eben das Gestell. Das habe ich im Internet gesehen, wenn man denkt, um das Geld, das hätte man nicht 800, 900 Euro gekostet. Ich denke, das machst du selber. Ein paar Jahre Haken, jetzt da in der Quarantäne passt das super rein. Ja, wie gesagt, eben jetzt noch so ein wenig schleifen. Und dann geht es eh schon übers Lackieren. Ja, da kann man jetzt eh nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, am gescheitern schaut es mir da jetzt immer gleich mit der Timelapse zu, wie das noch fertig schleife und eben fettfrei mache, damit das dann sauber zum Lackieren geht. Genau. Ich sehe es eigentlich da jetzt wieder um und dann schaut es mir zu. Grundiert. Das schaut also auch schon nicht schlecht aus. So schaut das eben dann getrocknet aus. Das ist dann ziemlich hell. Und das ist eben unter anderem ein Rostschutz. Und Rostschutz unter der Grundierung, damit die Farbe dann besser hält. Ja, schaut dann, wenn man es grundiert, das werden dann einmal gescheit machen. Drehst dann nochmal um. Dann mal auf der anderen Seite noch gescheit. Und dann können wir schon mit der richtigen Farbe lackieren.
So, ich hoffe, man versteht mich jetzt einigermaßen. Es ist ziemlich windig. Auf jeden Fall, ich bin jetzt fertig mit Lackieren. Hab dem in Pöttingen rot lackiert und den Rahmen in matt schwarz. Schaut wirklich geil aus, finde ich. Und so an sich gefällt mir das jetzt richtig, richtig gut. Da kommen noch Formrohrstupfen rein, damit das da sauber zu ist, damit das dann wirklich gut ausschaut. Und ja, jetzt können wir gleich mal in der Praxis testen, weil es hat gerade ein wenig geschneit und blasen als wir. Und jetzt hängen wir gleich mal einen Schneepflug an. Also wie gesagt, ich habe das jetzt eben lackiert und da jetzt das Schwarz-Matt. Schaut wirklich gut aus, gefällt mir wirklich, wirklich gut. Jetzt ist das Projekt eigentlich auch fertig. Nicht einen kurzen Oberlenker brauche ich noch, aber das seht ihr jetzt dann eh gleich. So, ich habe mich jetzt mal in den Kopf gesetzt. Also da sieht man es eh schon, da durch natürlich, da blast es mir, das ist die Widerseite da oben zu. Und ja. Denken wir halt einmal den Schneepflug an. Ich meine, probiert habe ich noch. Schau mal. Aber halt, jetzt ist er eben an sich fertig. Nicht mehr der kürzere Oberlenker gefällt, oder da hat es auch reinblasen. Also jetzt ist gar wirklich der Wind gegangen. Das war Wahnsinn. Aber naja. So. Schauen wir mal, ob wir da reinfinden. Beziehungsweise, ob es mit der Weiten passt. Mal schnell. Ja, weiter umgekehrt noch. Um so Arschlecke. Das ist ja halt ein doof, weil man nicht 100% dazu sieht. Ja, das können wir schon mal lassen. Und da ist eben der Schrauf mit dem Imbus dran. Fernbedienung von Tour. Schrauf mit dem Imbus dran. Dann verstehen. Und dann kann ich ihn einfach ein wenig aussitzen, wenn es nicht 100% passt. Und dann schrauf ihn wieder an. Ah, falsch. So. Dann heben wir mal gleich auf. Das schaut einmal sehr gut aus. Das passt auf jeden Fall einmal. Der ist zu. Der gehört dann noch ein wenig aufkommen, das weiß ich jetzt einmal auch schon. Dann habe ich eben da einen Adapter für Faster auf stinknormale Hydraulikkupplungen. Weil wir ja da eben auch nicht in Faster haben. So. Ich hoffe, ich mache da jetzt Kuppen, ja. Dann war das dies. Und Oberlenker. Einkippen. Aber das ist jetzt zu. Ah, es geht. So. Dann war das das. Der zwickt frei ein wenig. Gleich die gute neue Lackierung in den Arsch. Ja, wurscht. So, Stützen da mal rauf. So. Und dann haben wir es. Dann haben wir alles hier. Fahr ich jetzt einmal gleich da. Also schwenken kann ich nicht. Das ist ganz geil. Und
der Seite schrauben wir auch noch. Der hält eh schon gut. Und so schaut das jetzt eben aus. Auch schon abblätzt. Wurscht, das ist eh ein Traum zum Benutzen, das hilft ja nicht. Aber wie gesagt, in der Oberlenke gehört noch mal kurz kürzer. Der gehört. Ja, das muss ich nachher dann ausmessen, dann muss man noch bestellen, dass das wirklich ein wenig weiter zu noch schaut. Damit ich nicht komplett einkippen muss, damit der Schneepflug gerade ist. Ja, genau, so schaut das eben jetzt aus. Gefällt mir an sich richtig, richtig gut. Dann probieren wir es einmal. Jetzt haben wir nächstes Mal ein wenig einen Schneezahnrahmen.
sowas könnte ich halt zum Beispiel jetzt meinen Traktor nicht machen. Dass ich das jetzt einfach mich hin und her drehe, wie wenn es nichts gab. Das hat natürlich schon was Geld. Das hilft wissen nichts. Ergebnis jetzt sehr zufrieden. Also das geht echt richtig super, das habt ihr jetzt gesehen im Video. Hoffe, versteht mich einigermaßen mit dem Wind da. Also jetzt hat es noch ein bisschen ausgeholt. Hätte das auf jeden Fall ziemlich verstanden. Ich meine, der muss ja ewig holen. Was möchte ich sonst noch ein wenig mit? Ja, vielleicht ein wenig Mähwerk waschen oder was, dass du das sauber aufheben kannst. Das kann sicher super. Zeug zusammenstellen, kannst du auch sicher gut damit, weil du natürlich mit dem Hoftraktor sehr wendig bist. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt einen Oberlenker brauche, damit ich nicht gar so viel auf der Schneid fahre. Ja, jetzt ist schon wieder der Lenker, als wir losen dürfen. Wir weinen in die Wand. Ja, dann war es das wieder mit dem Vlog. Das habt ihr jetzt da ein wenig gesehen, wie mein Dreipunktadapter so ein bisschen entstanden ist. Zwecks lackieren und ein bisschen schwarzen habe ich gesagt, ja, ein wenig schleifen und eben jetzt da Praxiseinsatz im ersten richtigen Schnee 2022. Genau, also den werdet ihr sicher in öfteren Videos sehen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank!